Herzlichen Dank, Herr Vizepräsident. Okay, der Herr Bundeskanzler ist zurzeit nicht da. Ich werde es. Aber vielleicht wird es jemand von der ÖVP ihm ausrichten, weil der Herr Bundeskanzler, und jetzt gehe ich auf die 3 Stunden davor zurück, wo er so sein Statement vorgebracht hat, bevor er die 28 Fragen nicht beantwortet hat, hat er ein paar Behauptungen in den Raum gestellt, die muss ich ihm jetzt leider widersprechen. Ja? Er hat das Statement gehalten, aber die 28 Fragen hat er in Wirklichkeit nicht beantwortet. Okay, so, also, er ist hergegangen und hat das Beispiel aufgegriffen, von meinem Kollegen Ofner, dass wenn jemand netto 1.800 Euro verdient und der 2 Kinder unter 18 Jahren hat, dann hat diese Regierung, wie wunderbar, dieser Familie wird 4.000 Euro im Monat geschenkt. Stimmt nicht. Erstens stimmt es deshalb nicht, weil wenn ich 1.800 Euro netto verdiene, habe ich ein Lohnsteueraufkommen von 262 Euro im Monat. Familienbonus 166,66 für ein Kind, bleiben 96 Euro über fürs zweite Kind. Also aus 4.000 Euro wären 3.152 Euro. Sollte ich die Kinder haben, die über 18 Jahren sind, dann schaut das ganz anders aus. Dann wird hervorgerufen, hat heute eine Kollegin von der ÖVP gesagt, wir haben die kalte Progression abgeschafft. Stimmt nicht. Was habt ihr gemacht? Ihr habt die Tarifstufen erhöht, das stimmt. Es wurden Steuersätze gesenkt, ja? Na, die Tarifstufen erhöht, wo eine Lohnsteuerbemessung sozusagen schlagend wird und ich erst Lohnsteuer davon rechne. Das ist erhöht. Weil wenn ich senke, dann zahlt einer mit 500 Euro auch mittlerweile schon Lohnsteuer und das wüsste er nicht, oder doch? Eben. Also, so. Das mal das. Dann. Durch. Natürlich, das Passende, was ich dann noch finde, es ist natürlich auch Inflationsanpassung wurde beschlossen bei dieser sozusagen Erhöhung der Tarifstufen. Aber spannend finde ich nur, weiß nicht, wer das bei euch berechnet, ihr geht einmal im Jahr 2023 von 3,25% aus. Jetzt haben wir jetzt einen Inflationsbereich von 12%. Dann haben wir Gott sei Dank wieder eine Gewerkschaft, die ihre ursprünglichen Tätigkeiten wahrnimmt. Gott sei Dank in den meisten Branchen gute Kollektivvertragsverhandlungen abschließt. Das heißt, wir haben im Schnitt 6%. Davon frisst der Finanzminister schon wieder 50%. Das sind all diese tollen Maßnahmen, die unseren Menschen in der jetzigen Situation helfen. So, nächstes. Wir haben heute auch sehr viel gehört und es stimmt, egal in welche Branche man hineinhorcht, ob du jetzt zum Friseur gehst, ob du zur Kosmetik gehst, ob du in das Gasthaus gehst, es ist sehr, sehr schwierig, wirklich gutes Fachpersonal zu finden. Die Lösung, die jetzt kommt, na, wir müssen unbedingt mehr Zuwanderer reinlassen, weil da kommen wirklich die hochqualifizierten Fußpfleger, die Gastronomieleute, die Vorratmechaniker, die Elektrotechniker. Aber wenn das wirklich so wäre, dann frage ich mich, warum jetzt bereits in den AMS-Schulungsmaßnahmen bereits mehr als 50% Ausländer in diesen Maßnahmen sind, wenn wir so viele Fachkräfte einholen müssen, weil die alle so super sind. Das ist echt eine interessante Geschichte. Und deshalb stellen wir auf alle Fälle zu dieser Thematik einmal folgenden Entschließungsantrag. Der Bundesrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die Regelungen für ein Maßnahmenpaket gegen die sektorale Arbeitslosigkeit in Österreich als Konsequenz der nachhaltig wirtschaftsschädlichen Covid-19-Maßnahmen und einer unsinnigen Sanktionspolitik infolge der Ukraine-Krise beinhaltet. Dieses Maßnahmenpaket soll sektorale Zuzugsbeschränkungen auf dem Arbeitsmarkt für Nicht-EU-Bürger und EU-Bürger befristet und unbefristet nach Maßgabe von Alter, Ausbildungsniveau, besonderen Bedürfnissen und gesundheitlichen Einschränkungen, bisheriger Berufstätigkeit, angestrebter Berufstätigkeit und chancenspezifischer kurz-, mittel- und langfristiger Konjunktur- und Arbeitsprognose beinhalten.
Insbesondere sollen im Zuge dieser Maßnahmen auch die negativen Auswirkungen der Covid-19-Krise und der Sanktionspolitik für den Arbeitsmarkt nachhaltig korrigiert werden. Ich ersuche um Annahme. So, und dann jetzt zum Gesundheitssystem. Unser Gesundheitssystem ist trotzdem, Gott sei Dank, ein gutes. Und wir alle wissen, wenn wir zum Arzt gehen, haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit, in Österreich, auch in jedem Bundesland, noch einen Arzt zu finden. Aber was bedauerlicherweise zum Beispiel sehr wohl der Fall ist, es gibt leider in Österreich eine Zweiklassenmedizin und das ist nach wie vor noch vorhanden. Und warum sage ich das? Weil durch den selbstverursachten Ärztemangel sehr, sehr wenig Vertragsfachärzte gibt und du eigentlich nur dann, wenn du bereit bist, privat ein Geld in die Hand zu nehmen, zum Beispiel wichtige Mammographie machen kannst, CR machen kannst, CT machen kannst, MR machen kannst. Aber es gibt eine besondere Gruppe in Österreich, die von vornherein all die Dinge genießen kann wie ein Privatpatient. Das sind nämlich all jene Menschen, die strafrechtlich verurteilt worden sind und im Gefängnis sitzen. Weil für die hat man es bis heute noch nicht geschafft, dass die auch in eine Pflichtversicherung einberufen werden. Das heißt, für jeden Menschen, den der österreichische Steuerzahler dem erholt, weil er im Gefängnis sitzt, ist unsere Regierung bereit und das Gesundheitswesen bereit, immer brav Privathonorare hineinzupulvern, anstatt sie in eine Pflichtversicherung zu geben und das dadurch ersparte Geld wirklich jetzt ins Gesundheitssystem hineinzutun. Und was ich in der jetzigen Zeit dann aber besonders traurig finde, dass es aber sehr wohl eine sehr kleine Gruppe gibt von Menschen, die aus wirklich oft sehr schicksalhaften Umständen aus der Pflichtversicherung herausfallen. Das ist eine kleine Gruppe der Obdachlosen. Und dass man diesen Menschen den Zugang zum Gesundheitssystem, zu Ärzten verweigert und sie nur eine Notversorgung deshalb haben, weil es wieder mal freiwillige, engagierte Menschen in unserem Land gibt, die die Aufgaben erfüllen, die jetzige Regierung wieder mal versagt und nicht erfüllen kann oder will. Und das ist auch etwas. Und wie gesagt, es gäbe, auch wenn Sie der Meinung sind, dass diese dringliche Anfrage von uns heute eine polemische Aktion war. Das war es nicht. Wäre man hergegangen und hätte einfach die Dinge, die die Geschäftsordnung des Bundesrats vorschreibt, ernst genommen und wahrgenommen. Und wie gesagt, bei 11 Ministern muss es doch einen geben, der sich einer Aktuellen Stunde stellen kann.